Hallo und herzlich willkommen zum Making-of der Dragon Ball Z Verarsche 2018-2019. Dies war die Fortsetzung meiner Magnum Opus Verarsche, also der Verarsche, die ich als meine beste bis dato bezeichnen würde. Tja, eine Verarsche in Spielfilmlänge zu toppen ist nicht möglich, also habe ich mich dieses Mal mit 67 Witzen und rund 11 Minuten Länge mehr auf Qualität als auf Quantität gesetzt. Und wie das herausgekommen ist, sehen wir uns im Laufe dieses Videos an. Nach der Dragon Ball Z Verarsche 2016-2017 wollte ich eigentlich keinen weiteren Teil mehr machen, deshalb machte ich eine lange Pause, bis ich irgendwann hörte, dass ab 2020 Uploadfilter in YouTube und generell dem Internet eingeführt werden sollten, mit dem bösen Artikel 13 bzw. 17 bzw. whatever. Davon ließ ich mir Panik machen und wollte deswegen unter Zeitdruck noch schnell eine letzte Jahresverarsche veröffentlichen. Diese musste unbedingt am 31. Dezember 2018 veröffentlicht werden. Tja, und was soll ich sagen? Durch diesen Zeitdruck sind leider viele Witze in ihrer Qualität auf der Strecke geblieben. Ich sage euch, für mich persönlich ist diese Jahresverarsche das schwarze Schaf in der Quadrologie, da es für mich eine Art Mahnmal ist, was passiert, wenn man sich von den Nachrichten zu sehr beeinflussen lässt. Denn man sieht, dass selbst 2 Jahre später im Jahre 2021 noch keine Filter da sind oder zumindest nicht so, wie man zuerst befürchtet hat. Aus technischer Sicht sind hier auch keine großen Sprünge im Vergleich zur vorherigen Verarsche gemacht worden. Auch hier wurde mit Sony Vegas Pro 17 und Microsoft Office bzw. PowerPoint zusammen mit Bandicam gearbeitet. Gehen wir zur Arbeitsstruktur. Hier gibt es keinen Unterschied zu der Arbeitsstruktur der Dragon Ball Z Verarsche 2016-2017. Für jeden Witz gibt es einen Ordner. In jedem Ordner liegen alle Dateien zusammen mit den Projektdateien rum. Das Skript. Ich kann mich leider nicht genau erinnern, wie das Skript aufgebaut war. Durch meinen Datenverlust auf der Festplatte kann ich das heute auch nicht mehr nachvollziehen. Aber es müsste genau wie bei der Dragon Ball Z Verarsche 2016-2017 gewesen sein, dass ich ein Word-Dokument verwendet habe, in dem das Skript drin stand. Kommen wir zum Cover. Auch dieses Cover ist wie bei den vorherigen Verarschen in einem Microsoft Word-Dokument erstellt worden und besteht aus einem Dragon Ball-Bild, das aus Google herausgesucht wurde. Video, Fun Facts und Outtakes. Gehen wir über zum Video. Wie im Intro bereits gesagt, juckt es mich immer wieder in den Fingern, diese Verarsche mit mehr Zeit und Aufwand zu remastern. Ich werde euch im Laufe des Videos genauer erklären und zeigen, was leider aufgrund der knappen Zeit alles auf der Strecke bleiben musste. Interessant hierbei ist, dass ich hier zum ersten Mal die Sortierung angepasst habe zu der Reihenfolge, die ich bis heute beibehalten habe. Die besten Witze kommen am Anfang und die schlechtesten kommen zum Schluss. Grund für diesen Wechsel habe ich, weil nach dem YouTube Analytics sehr, sehr wenige Leute die Videos auch tatsächlich bis zum Ende schauen und dadurch eben die besten Witze von den wenigsten gesehen werden. Mit der neuen Reihenfolge hoffe ich eben, dass die Leute insgesamt einen besseren Eindruck von mir, meinem Kanal, meinen Videos und meiner Witzqualität haben. Look on the bright side of life. Zu Beginn haben wir wieder diese typische Werbung für meine anderen Kanäle, wie ich sie zu dieser Zeit häufig auf meinem Kanal hatte. Wir haben auch hier wieder das typische SpongeBob-Intro. Man sieht, dass ich wesentlich mehr mit Keyframes bei dieser Verarsche gearbeitet habe. Gleich zu Beginn leider eine Sache, die ich aus Zeitgründen nicht mehr beheben konnte. Hier sehen wir Bildmaterial von dem PlayStation 3 Spiel Dragon Ball Z Battle of Z. Dieses habe ich mit meiner Handykamera von meinem Fernsehen abgefilmt. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das mit einer Capture Card sauber
sauber aufnehmen können. Auch hier sehr schön wieder wie Salsa und Cheese, dass sie dieselben Gegensätze sind, wie sie auch in Dragon Ball Z Abridged vorkommen. Leider fehlte hier die Zeit, genügend Bildmaterial für Salsa zusammenzusuchen, weshalb ich eine Stelle leider doppelt vorkommen lassen musste. Hier musste ich Gokus Bildmaterial von der bereits bestehenden Hoch die Hände Wochenende Verarsche aus dem vorherigen Teil übernehmen und habe es nur leicht angepasst. Hier fehlte mir wieder die Zeit, genügend Bildmaterial von Goku zu sammeln, wie er redet. Hier ist ein weiteres schönes Beispiel für meine Keyframe Animation in diesem Video. Und hier haben wir noch mehr Keyframes. Hier ist einer der wenigen Male, in denen Bilder von Dragon Ball Super in meine Jahresverarsche mit reinkommen. Diese Verarsche hat übrigens überdurchschnittlich viele, selbst für die Jahresverarschen. Sogar in meiner Jahresverarsche 2021-2022, die im Sommer herauskommt, hat nicht so viele Szenen aus Dragon Ball Super wie diese Verarsche. Vermutlich, weil sie genau zu diesem Zeitpunkt auch rausgekommen ist und deswegen ist wohl so viel Supermaterial dabei. Dieser Witz war zugegeben inspiriert von einem anderen YouTuber. Nicht 1:1 übernommen, aber doch schon viel inspiriert. Hier hätte ich auch gerne sehr viel mehr Bildmaterial zusammengesucht und verwendet. Hier ist leider auch ein Witz, der eigentlich sehr, sehr viel umfangreicher geplant war. Glücklicherweise konnte ich aber in der Verarsche, die im diesen Sommer herauskommt, diesen Witz endlich so umsetzen, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Vor allem war es schwierig, das zu machen, ohne das originale Dragon Ball gesehen zu haben. Denn ja, zu diesem Zeitpunkt hatte ich das originale Dragon Ball noch nicht gesehen. Das habe ich für die Jahresverarsche 2021 nachgeholt. Für diesen kurzen Audioclip habe ich mir folgenweise Family Guy angeguckt, nur um diesen einen Audioclip zu finden, denn ich wusste, dass der in den frühen Folgen von Family Guy vorkommt, aber ich hatte keine Ahnung, in welcher Folge genau. Und auf YouTube war er natürlich nicht zu finden. Hier auch sehr schade. Dieser Witz stammt aus dem Trailer von Ralf Reicht's 2. Leider zu dieser Zeit nur in Englisch verfügbar. Mit mehr Zeit hätte es sicherlich noch für die deutsche Fassung gereicht. Hier sieht man wieder eine Menge Keyframe Animation. Und hier wieder Keyframe Animation. Leider mit einem kleinen Fehler bei Turles Kopf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich diesen Witz hier reingetan habe und vor allem, warum er in der Sortierung so hoch ist. Ich finde den heute und auch damals total unlustig und unpassend. Selbst wenn man die Szene kennt, aus der das Audio stammt, ist die Szene immer noch sehr unlustig. Würde ich in einer remasterten Version auf jeden Fall rausschmeißen. Dieser Witz wurde von mir gemacht, bevor ich offiziell an der Jahresverarsche gearbeitet habe. Deswegen hat er auch als einziger Witz wirklich gute Animation und angepasstes Pacing. Diesen Witz hätte ich auch sehr gerne mit besserem Footage gefüllt, war aber in der Zeit nicht möglich. Hier hätte ich auch gerne mehr Zeit gehabt, um Toodles so zu gestalten wie in den ersten Staffeln. Also ohne das Gesicht und den Sound aus den früheren Staffeln zu übernehmen, war auch nicht so einfach. Glücklicherweise konnte ich diesen Witz in der im Sommer kommenden Jahresverarsche 2021-2022 so erstellen, wie ich ihn mir damals schon vorgestellt hatte. Hier hätte ich auch sehr gerne mit jedem ausgesprochenen Fetti ein Stück näher herangezoomt, sodass sich das Bild mit dem Ton mitbewegt. Hier wieder ein Witz mit Dragon Ball Z Abridged Footage. Selbst bei den schwarzen Schafen ist SpongeBob und Dragon Ball Z Abridged nicht wegzudenken. Zwischen den beiden Witzen von War dat lecker und Noch ne Portion hätte ich eigentlich von der Logik her die Reihenfolge ändern müssen. Er kann ja nicht fertig sein und dann später noch eine Portion bestellen. Hier haben wir zum ersten Mal und hoffentlich auch zum letzten Mal Footage aus Dragon Ball Evolution in meinen Videos. Irgendwie passend, Bild vom schlechtesten Dragon Ball Film in meiner schlechtesten Dragon Ball Verarsche drin zu haben. Wirklich sehr schade, dass ich hier nur ein Standbild hinzugefügt habe. Und nun zum Outro. Meine Güte, das Outro. Wo fange ich an? Zum ersten Mal in den moderneren Jahresverarschen habe ich leider aus Zeitgründen keine Inhaltsangabe in den Abspann geschrieben. Die Idee war, dass ich ähnlich wie in dem Abspann einzelne Szenen aus Dragon Ball nehme und die auf kreative Weise durch das Bild bewegen lasse und verschiedene Anordnungen mache und so. Letztendlich sind sie immer nur fest an einer Seite. Die größte Editierung ist wohl, dass ich es einmal gespiegelt habe. Eigentlich hätte man auch noch sehen sollen, wie sich diese Bild
Bilder bewegen, von einem Platz zum anderen und so. Leider alles aus Zeitgründen rausgeflogen. Dazu kommt, dass ich die Texte, die da stehen, wortwörtlich Minuten, nur wenige Minuten vor dem finalen Rendern mir aus den Fingern gesogen habe. Dazu sind die Texte teilweise nicht mehr richtig zentriert und das Schwarze beißt sich mit den anderen Schwarzen der Ebene darunter. Manche Buchstaben und Wörter sind viel zu nah am Rand, sodass sie schon angeschnitten sind. Teilweise ist das Footage bei schnellen Bewegungen sehr verpixelt. Teilweise habe ich sogar Footage, das geplant war, durch Ebenenfehler innerhalb des Projektes überdeckt und dadurch verloren. Nicht mal Zeit für einen Nachabspannwitz hatte ich. Was lässt sich also insgesamt zu dieser Verarsche sagen? Aus zeitlichen Gründen leider an vielen, vielen Stellen verbesserungswürdig. Trotzdem ist dort bei dem ein oder anderen Witz die Dragon Ball Z Jahresverarschenqualität zu erkennen. Die größte Lehre, die ich aus dieser Verarsche ziehen kann, ist, dass man sich für etwas Gutes auch Zeit lassen sollte. Ich wette, mit einem halben Jahr mehr Zeit hätte das eine weitere sehr gute Jahresverarsche werden können. So wie es jedoch aktuell steht, ist diese die schlechteste der vier Jahresverarschen. Da wir uns nun alle in Vergangenheit liegenden Jahresverarschen angesehen haben, wird es endlich Zeit, uns mit meinem aktuellen Magnum Opus zu beschäftigen, der im Sommer kommenden Dragon Ball Z Jahresverarsche 2021-2022. Für das Making-of klickt auf die Playlist.